Start bei Kinect für Xbox 360. So, wir sind hier jetzt immer noch bei Frogstar mit der Josie und dem Roman und wir schauen uns jetzt das neueste Frogstar MMO Elegium an und du gibst uns da jetzt einfach mal so eine kleine Präsentation und ich nerv dich mit lästigen Zwischenfragen, wenn ich was wissen will. Ja, genau, ich kann es ja mal, obwohl er wird schwer mit Steuern, du musst es doch halten, glaube ich. Danke. Ja, Elegium ist ein Fantasy-MMO, wird im ersten Quartal 2012 veröffentlicht, voraussichtlich. Abo oder Free-to-Play? Free-to-Play. Und die Beta soll noch dieses Jahr starten. Also es wird eine Open-Beta, Closed-Beta, alle Betas wird es geben, noch dieses Jahr. Und man kann sich auch schon auf der Webseite registrieren, www.elegium.com. Und ja, aber jetzt wollen wir euch erstmal einen Einblick in das Spiel geben. Wie jedes Fantasy-MMO hat natürlich auch Elegium eine super epische Background-Story und ein paar Wörter möchte ich dazu auch noch sagen, um einfach einen schönen Einstieg ins Spiel zu finden. Es war einmal vor langer, langer Zeit, als die Dämonenarmee in die Welt der Menschen einfiel und für Zerstörung und Krieg sorgte. Die Menschen hatten keine großen Chancen und mussten so ihren Kontinent verlassen und begaben sich auf die Suche nach einem neuen Heimatkontinenten, fanden den dann auch nach jahrelanger Suche und trafen dort auf Völker, die schon dort ansässig waren auf dem Kontinent. Und zwar die majestätischen Elfen, die mysteriösen Silvias, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen, und Pandas. Und natürlich Pandas. Natürlich, was sonst? Hand in Hand mit den Elfen durch die Wälder, genau. Und ja, die Rassen sind auch alle spielbar und das möchte ich euch jetzt mal zeigen bei der Charaktererstellung hier. Es gibt insgesamt eben diese vier Rassen, die ich gerade genannt habe, und fünf spielbare Klassen. Die Klassen sind an die Rassen gebunden. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Menschen, einen Krieger. Den kann man auch als Magier spielen. Wie man jetzt hier schon sieht, das ist eine Eismagierin. Wir haben für jede Klasse zwei Spezialisierungen. Also wir können den Magier zum Beispiel als Eismagier spielen oder auch als Feuermagier. Diese Spezialisierung taucht aber erst im Laufe des Spiels auf. Also ich muss mich bei einem bestimmten Level, Level 15 müsste das sein, für eine der beiden Spezialisierungen entscheiden. So kann ich zum Beispiel auch den Druiden, den es hier gibt, einmal, wie man jetzt hier sieht, als Shapeshifter spielen. Also der kann sich jetzt in einen Werwolf verwandeln. Oder ich spiele ihn als Summoner, wie diese Dame hier, die sich einen lustig bunten Affen zur Hilfe ruft, wie man hier sieht. Dann gibt es noch als weitere Klasse den Hunter, also den Jäger. Sieht man hier. Und ja. Das Spiel kommt aus Asien, nehme ich an. Ja, wie man hier auch eine große Waffe sehen kann. Nein, wir sagen immer, der Herr hat wahrscheinlich nur was zu kompensieren, deswegen die große Waffe oder so, wir wissen es nicht. Ja, also es kommt aus Asien, genau. Der Entwickler ist chinesisch, Shanda Games nennen die sich. Und wir sind gerade noch in der Entwicklung. Und ja, gerade der Westernisierungsprozess, wie es schon heißt, ist noch in vollem Gange. Also es gibt viele Sachen, die noch nicht so auf dem europäischen Markt funktionieren würden, die wir aber zusammen mit dem Entwickler anpassen. So, und zu guter Letzt die Pandas. Das genau ist unsere Kämpferklasse. Die sind so ganz im Martial-Arts-Stil unterwegs und sind ganz geschickt im Umgang mit den Fäusten. Und ja, mit dem wollen wir jetzt auch mal reingehen ins Spiel gleich. Achso, eine Sache noch. Hier sieht man, kann man auch zwei Fraktionen wählen, denn jetzt war es so, nachdem die Menschen den neuen Kontinent gefunden hatten, hatten sie sich mit den Völkern zu Allianzen verbunden. Aber die Menschen, wir kennen sie ja alle, mussten natürlich wieder für Streit sorgen und so kam es, dass sich die Welt der Menschen in zwei Fraktionen unterteilte. Die sind jetzt hier spielbar und genau, kann man hier auswählen. Es wird auch Fraktionskriege geben, später auch serverübergreifend übrigens. Und ja, je nachdem, für welche Fraktion ich mich entscheide, komme ich in ein anderes Startgebiet. Und ja, wir springen jetzt einfach mal ins Spiel. Bei diesen Fraktionskämpfen ist noch zu sagen, dass wir auf einem instanzierten Battleground mit bis zu 200 Spielern pro Seite spielen können, innerhalb eines einzigen Fraktionswars. Das heißt, wir haben insgesamt 400 Spieler, die sich sehr bunt auf diesem Feld untereinander kloppen können. Und das ist einfach ein Feature, auf das freuen wir uns ganz, ganz extrem, weil das ist schon, sagen wir mal, eine sehr, sehr epische Schlacht, die da ausbrechen könnte. So, genau, wir sind jetzt ins Spiel gestartet mit einem Panda, den ich ja gerade schon gezeigt hatte. Und wir stehen jetzt hier vor einer Stadt, die nennt sich Sanctia. Das ist einfach eine Hauptstadt im Mid-Level-Bereich. Ich mache mal kurz die Karte auf, um es zu zeigen. Das ist jetzt eine Übersicht der Karte von der Stadt.
Und ja, man kann ganz normal reinzoomen, rauszoomen, hat hier eine gute Übersicht über alle NPCs, die es in der Stadt gibt und kann auch ganz bequem per Autoroute-Funktion sich direkt hin dirigieren lassen. Oh, hier steht schon jemand von einer anderen Präsentation dran. Und damit ihr mal einen Überblick über den Umfang der Welt bekommt, mache ich noch die anderen Karten auf. Also hier befinden wir uns gerade in der Stadt. Das ist die Region, in der wir gerade sind. Und dann gibt es hier noch eine schöne Weltkarte. Hier ist unsere Region. Und ja, da sieht man schon, dass noch eine Menge Welten dazukommen, Regionen, dass es einfach viel zu entdecken gibt in dem Spiel. Jedes MMO hat ja eigentlich meistens ein Alleinstellungsmerkmal. Was ist denn hier das, wo ihr euch abheben wollt, könnt? Also bei Elegium ist es so, dass es erstmal ja, einfach furchtbar viele Features hat. Es hat eigentlich jetzt, ja, das ist eigentlich so die größte Stärke von Elegium, dass es ein klassisches Fantasy-MMO ist, was alle Features hat, die man sich eigentlich, oder die man eigentlich von so einem genre-typischen MMO erwartet. Also es hat ganz viel PvP-Features, Gilden-Features, es gibt ein Auktionshaus, es hat PvP-Schlachten, habe ich schon gesagt. Helf mir mal kurz, Elegiums große Stärke ist, dass du eine unglaubliche Feature-Vielfalt hast, die auch allesamt unglaublich passend daherkommen. Also du fühlst dich sofort wohl, du findest dich sofort zurecht. Und das ist wiederum gepaart mit dieser sehr schön erzählten Story. Wir werden das gleich noch bei den Quests sehen. Du wirst wunderbar durch diese Storyline geführt. Du bist innerhalb fünf verschiedener Akte, wirst du eben durch diese Story-Quests geführt. Und kannst dabei eben unglaublich viele Features des Spiels nutzen, die allesamt für sich was Besonderes sind. Wir werden das gleich noch sehen. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, unseren Charakterattribute zu verstärken in allen möglichen Bereichen. Du hast Sachen wie dieses Auktionshaus und so weiter und so fort. Werden da gleich noch alles drauf eingehen und ich denke, dass dieses Gesamtkonstrukt letztendlich das ist, was Elegium am meisten ausmacht. Wir konzentrieren uns nicht nur auf ein herausstechendes Feature, sondern wir haben diese breite Masse, die sowohl Anfängerspieler, die vielleicht noch nicht so viel MMOs gespielt haben, als auch wirkliche Hardcore-Spieler ansprechen wird oder ansprechen sollte. Und wir haben Pandas. Das Kampf-Pandas. Ja, das darf man nicht vergessen. Roman hat gerade schon die Quests angesprochen. Die sind insofern sehr interessant, als dass sie immer solche, wie man es jetzt hier sieht, solche Ingame-Cutscenes beinhalten. Also wenn ich die Hauptquest mache, habe ich immer wieder zwischendrin Filme, die, weiß nicht, mir den Boss jetzt irgendwie näher bringen und sagen, was er jetzt gerade wieder für böse Machenschaften plant und so weiter. Sind die dann auch vertont, also mit Sprecher? Ja, es ist zum Teil schon das Spiel vertont, ist zum Teil vertont, aber noch nicht lokalisiert. Also da sind wir ja noch jetzt in den Anfängen, aber wird auf jeden Fall auch vertont werden. Also da ich fließend Chinesisch kann, ist es für mich kein Problem. Dann? Kannst du nicht lesen? Ich kann nicht lesen, nein. was wir euch noch zeigen müssen, was nämlich tatsächlich irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal ist, sind die Mounts. Es gibt nämlich super coole Mounts. Das hier zum Beispiel. Obwohl Roman ja eigentlich eher dieses hier immer spielt. Immer. Aber nein. Zieht das Einhorn Regenbogen hinter sich her, wenn es reitet? Könnt ihr das bitte noch reinpatchen? Also Mounts, wie man hier sieht, ganz klassisches Transportmittel natürlich, aber, und jetzt wird es richtig toll, die Mounts kämpfen auch für einen, also haben auch aktive Skills und unterstützen einen mit Buffs und man kann auch selbst kämpfen, ohne vom Mount absteigen zu müssen. Also man kann einfach draufsetzen bleiben, das Mount kämpfen lassen, selber seine Skills abfeuern und ja, das ist ziemlich cool. Und Roman? Aber davon nicht genug, aber nein. Das ist noch nicht alles, was sie erzähl bekommen. Erzähl uns doch, Roman, was erwartet uns noch? Oh ja, sehr gerne. Nein, wir haben außerdem noch so einen gewissen Tamagotchi-Effekt im Spiel mit drin. Denn du hast nicht einfach nur das Mount, du hältst am Anfang war das Ei, das du mit dir herumträgst. Aus diesem Ei schlüpft wiederum eine Larve aus. Diese Larve musst du umsorgen, musst du füttern, kannst du mit speziellen magischen Items letztendlich verstärken und pimpen. Und je nachdem, wie gut du das am Schluss gemacht hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Mount letztendlich dann am Schluss auch besondere Fähigkeiten hat und besonders gut für dich kämpft mit magischen oder physischen Attacken. Und wir müssen uns auch weiter um unser Mount kümmern. Wir müssen es immer mal wieder füttern und wir können es, wie gesagt, in diesem Larvenstatus letztendlich verstärken. Und das ist ein Feature, was so zumindest noch nie groß in einem Spiel verbaut wurde, vor allem nicht in einem MMO. Und das Ganze macht es dann auch unglaublich interessant, deinen Mount letztendlich
so stark zu verbessern, dass du wirklich einen unglaublich starken Kampfgefährten hast. Weiß ich von vornherein, was für ein Mount da mal draus wird, oder ist das auch mehr so eine Überraschungsgeschichte? Du weißt, welches Mount das wird, aber du weißt eben nicht, wie stark es sein wird. Es kommt eben darauf an, wie sehr du dich drum kümmerst. Und wenn du besonders lucky bist, hast du vielleicht am Schluss sogar noch ein Mystical Beast, wie sich es nennt. Das ist nochmal so eine Elite-Evolution sozusagen. Die hat auch noch ein bisschen ein anderes Aussehen und kämpft auch noch stärker. Beispielsweise dieses Pferd da ist ein Elite-Mount. Das sieht man an den rennenden Hufen und auch in dieser Rüstung, die es trägt. Das würde sonst anders aussehen. Ja, Josi kämpft jetzt hier schon ganz schön. Das heißt, man ist zu Pferde ist man quasi mächtiger als ohne? Genau, es macht ja auch noch zusätzlichen Schaden. Mhm. Neben deinen Spells, die du ja auch noch ausführen kannst, wenn du jetzt Mage beispielsweise bist. Wie ist das in Instanzen oder so, wenn ihr überhaupt Instanzen geplant habt? Natürlich. Sind dann alle Spieler auf dem Mount unterwegs oder ist Instanzen Mount unabhängig? Das ist eine sehr gute Frage. Also du kannst dir auf jeden Fall in Dungeons, bitteschön, du kannst dir natürlich in Dungeons bei dir behalten, kannst auch drauf reiten, weil es macht auch Sinn, wie gesagt, gerade bei starken Gegnern, dass du sie dadurch schneller umhauen kannst. Ob das jetzt bei Instanzen so ist, muss ich leider sagen, kann ich dir so noch nicht sagen, weil die Version noch zu früh ist. Wir spielen sie zwar selber so oft wir können, aber wir haben auch längst noch nicht alles von dieser unglaublichen Vielfalt ausprobieren können. Das heißt, müssen wir dir die Antwort noch schuldig bleiben. Ich büste mal ganz kurz, ich wollte eigentlich in Dungeon reingehen, nur da ich immer spiele und nicht cheate, weiß ich jetzt diesen Command nicht, wie ich da hinkomme. Wie? 1-3-1. Damit könnt ihr übrigens nichts anfangen, weil ihr einen GM-Charakter braucht, aber den habt ihr nicht. Aber Josi, wir cheaten doch nicht. Das ist ein GM-Command, bitte. Ja, wir springen jetzt in den Dungeon rein. Interessant ist das Kampfsystem in Elegium, denn vielleicht kennen wir das von normalen von anderen MMOs. Dort ist es ja so, Levelaufstieg, Skillpoints verteilen auf Skills. Bei uns levelt der Skill dadurch, dass du die Skill an sich benutzt. Das heißt, je häufiger du deine Skills, die du in deinen verschiedenen Tiers hast, benutzt, umso stärker werden sie. Das ist aber noch nicht alles, mal wieder, denn du levelst nicht nur deinen Skill, du kannst sogar deine Waffen in einem gewissen Maße leveln. Das heißt, jede Waffe hat ihren eigenen XP-Bereich und kann, je häufiger du sie benutzt, in ihrer Stärke aufsteigen, in ihren Attributen. Zusätzlich kannst du die Waffen natürlich noch slotten, du kannst Gems benutzen, du kannst spezielle magische Pulver drauf anwenden, die sie auch nochmal verstärken. Musst halt aufpassen, wenn du sie zu häufig benutzt. Klar, die Durability geht runter und irgendwann geht der Effekt verloren, aber du kannst sie natürlich reparieren lassen, so das kostet. Ich nehme an, für echt Geld dann? Das ist ein NPC natürlich. Mhm. Klar, wir haben einen Itemshop drin, aber wir haben eigentlich immer die Politik, dass wir sagen, auch bei einem Free-to-Play mit einem Itemshop legen wir keine Steine in den Weg von wegen der Evolution im Spiel, sondern du kannst den Itemshop benutzen, musst es aber theoretisch nicht. Das heißt, du kannst theoretisch auch das komplette Spiel ohne diesen Also das heißt, es gibt sowas wie XP-Booster und solche Geschichten. Es gibt gängige Sachen. Was genau kommen wird, kann ich dir auch noch nicht sagen, weil wir den Shop, wie gesagt, jetzt momentan noch nicht nutzen. Beziehungsweise wir wissen, dass er natürlich da ist. Wir wissen, wie er funktioniert, aber wir haben jetzt natürlich noch keine Items drin, weil wir spielen ja intern auf unserem eigenen Server. 1-3-1 stimmt nicht. Doch, das stimmt. Du hast wahrscheinlich nur... Du darfst auch nicht schreiben, das funktioniert natürlich nicht. Sie hat 1-3-1 geschrieben, ich kann es von hier aus sehen. Es ist aber 1-3-1. Also es gibt auf jeden Fall viele Dungeons, 30 Stück momentan an der Zahl. Und haben natürlich üblich verschiedene Level etc. Wo waren wir gerade? Wir waren bei den Skills, bei den Waffen. Natürlich, wie gesagt, das Mount kann auch noch für euch kämpfen. Nicht wundern, wir springen da immer so rein, natürlich wegen dem GM-Befehl. Ja. Zusätzlich haben wir aber noch weitere Möglichkeiten, unseren Char weiterhin die Attribute aufzuleveln. Übrigens gerade sehr schön, Josi hat gerade umgeschaltet auf den 2.5D-Mode. Wollte ich gerade fragen. Ist das ein Singleplayer oder was? Bitte? Was für ein Mode ist es? Das ist der 2.5 oder 2.8. Ich habe einfach die Spielansicht geändert. Wir haben zwei ISO-Ansichten, die man hier spielen kann und eine freischwenkbare Kamera. Sodass man auch quasi die Dungeons ein bisschen übersichtlicher einfach spielen kann. Okay. Das ist sehr praktisch, denn wie gesagt, es gibt viel Gewusel da drin, gerade wenn du da mit 5 Leuten reingehst,
dann wird das natürlich eine ganze Menge Geschlachte. Das heißt, wenn ich es richtig sehe, ist es eigentlich auch eher ein klassisches Hack and Slay, oder? Nee, eigentlich nicht. Also es ist eigentlich ein klassisches Fantasy-MMO, aber ja, also auch wichtig sind die Dungeons, also die treten da schon drin auf und man muss da auch öfter mal rein, aber ich würde jetzt nicht als reines Hack and Slay oder so bezeichnen. Nee, das ist eigentlich viel mehr eine Hilfe auch. Wie gesagt, Hilfe der Übersichtlichkeit, dass du eben diese isometrische View reinmachen kannst, um bei diesem Dungeon-Gewusel eben den Überblick behalten zu können. Weil du, wie gesagt, du siehst ja jetzt schon, da geht eine ganze Menge ab, wenn man da castet. Und wenn man das sich jetzt noch mit ein paar anderen Spielern vorstellt, da kann man vielleicht mal die Übersichtlichkeit verlieren, wenn man eben nicht auf diesen View-Mode umstellt. Vielleicht kannst du mal den Rune Circle aufmachen, den wollte ich nämlich gerade noch kurz erklären. Wir haben hier diesen Circle, in den wir Runen einslotten können. Jeder dieser Runenplätze, die da sind, in diesen vier Bereichen, gibt uns nochmal einen Attribut-Boost. Und zusätzlich, diese Runen bekommen wir in speziellen Questlinien. Wir können aber zusätzlich diese Runen auch nochmal pimpen in einem anderen speziellen Menü gegen spezielle Gegenstände, die natürlich recht rar sind. Und können die Runen auch noch zusammenschmelzen. Wenn wir sagen, wir haben vier schwache Runen beispielsweise, können wir zu einer starken zusammenschmelzen und dann nochmal einslotten. Wir haben also unglaublich viele Möglichkeiten, in diese vielen, vielen Slots Runen verschiedener Güte einzubauen, um unsere Attribute auf das höchstlich beste Level zu bekommen. Warum muss man denn upgraden, Roman? Roman, warum muss man denn upgraden, die Waffen? Natürlich musst du sie upgraden, um sie stärker zu machen. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Ich ja, hat er gesagt. Da, da warst du noch mit 131 beschäftigt, 1337. Mensch! vielleicht springen wir nochmal zu den... Ach nee, die Mounts hatte ich ja eigentlich schon erklärt. Wir hatten... Also gut, dann ich stelle einfach noch eine Frage. Klassische Frage eigentlich, wie schaut es aus mit Bossen? Was gibt's da? Was ist geplant? Wie schauen die aus? Welche Mechaniken gibt's? Also, man sieht ja schon in dem Trailer, den ihr natürlich alle euch angeguckt habt, dass da ja, fieser, fieser Dämonenboss auf einen wartet und auch, ja, also das wird wahrscheinlich dieser Hauptboss sein, den es gibt, aber es gibt natürlich viele, viele andere und die verstecken sich in Instanzen, die dann übrigens mit Fünfergruppen zu betreten sind, aber wir werden auch höchstwahrscheinlich Open-World-Bosse haben, also die gibt es auch und ja, ich hoffe, es hat jetzt seine Frage beantwortet oder was wolltest du jetzt? Man muss auch dazu sagen, die Bosse sind natürlich dann etwas größer als die normalen Mobs. Das sieht also auch ganz recht imposant aus, wenn die kommen. Und das wird dann auch immer schön durch solche Ingame-Cutscenes beispielsweise erklärt, wenn so einer kommt. Und das ist schon sehr lustig und die sind auch ganz schön hart. Ich bin bei meinem ersten Versuch leider direkt an einem gescheitert, weil ich zu low war noch. Aber, inwiefern ist es cool. dann Solo- oder Gruppenspiel? Bei den Bossen? Also gibt es Bosse, die man solo kann? Oder? Klar, also es gibt die normalen, in der normalen Plot-Quest-Reihe findest du am Ende von so einer, ich nenne sie immer epischen Quests, die den Plot vorantreiben, eigentlich immer mal wieder einen Boss. Den kannst du natürlich auch alleine umhauen. Natürlich ist es in der Gruppe theoretisch leichter, aber du kannst theoretisch auch alleine gegen den antreten. Das heißt, die Dungeons werden auch nicht angepasst nach Gruppenstärke oder so? Doch, werden sie. Nach Leveln, je nachdem wie stark du bist, umso schwerer wird es natürlich, den Dungeon zu machen. Das ist ganz klar, das ist auch von der Game-Mechanik, denke ich, recht stimmig. Und es wird dann natürlich, wenn es in der Gruppe ist, wird natürlich so ein Durchschnittswert quasi dann letzten Endes entscheidend. Das heißt, ich kann quasi einen Dungeon immer wieder besuchen? Also es gibt quasi nicht nur Start-Dungeon, Mid-Dungeon, okay, interessant. Wir sind jetzt hier gerade in die Elfenstadt gesprungen, Josi. Ja. Normalerweise würden wir jetzt hier die... Ja, das ist richtig. Normalerweise würden wir jetzt hier die Mounts erklären, die hatten wir euch aber ja schon mal gezeigt, auch das weiße Mount, das Einhorn-Mount. Hier sieht man nochmal ganz gut, das ist unser Skillbuch. Ja, hattest du schon gesagt, dass man deine Skills leveln muss? Ja. Okay, dann sieht man hier nochmal ganz übersichtlich diese Spezialisierung, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Also hier sieht man zum Beispiel, dass man ab Stufe 15 sich entscheiden muss, will ich meinen Magier als Feuermagier oder Eismagier spielen. Und dann gibt es ja, nochmal ab Level 40 nochmal eben eine weitere Spezialisierung, sodass dann ja, immer mehr Skills noch dazu kommen. Das ist übrigens unser Skillbuch hier. Das Cap wird übrigens 65. Ich kann aber von Eisbinder nicht wieder auf Feierdings wechseln. Okay. Das Level Cap wird übrigens 65 sein. Momentan.
Das wird dann auch ein bisschen dauern, bis man das erreicht, weil wie gesagt, man muss ja unglaublich viele Skills erstmal freischalten in den vier Tiers. Und ja, ansonsten, wir haben euch jetzt... Da haben die Entwickler gestern dran rumgeschraubt. Aber wir können jederzeit das Auktionshaus aufrufen. Das heißt, wir müssen nicht erst in irgendeine Hauptstadt und das eröffnen, sondern wir können ja einfach permanent darauf zugreifen und noch zusätzlich einen eigenen Player-Shop eröffnen. Also ja, das, auch da sind keine Grenzen gesetzt. Blizzard hat ja für Diablo jetzt dieses Echtgeld-Auction-Haus angekündigt. Wäre sowas für euch auch denkbar? Nö. Wir denken also nicht drüber nach. Nee, also wir haben unser Free-to-Play-Modell, wir haben das Item-Shop-Modell und das funktioniert für uns und so bleiben wir, werden wir uns auch weiterhin positionieren. Ja, sehen wir jetzt erstmal keinen Grund, da sowas einzubauen. Also, ja, wie gesagt, also es gibt noch tonnenweise weitere Features. Wir konnten euch jetzt noch nicht alles zeigen, leider auch wegen dieser neueren Version, die wir jetzt gestern noch bekommen haben. Da gab es leider, wie gesagt, diesen kleinen Fehler noch. Aber dieses gesamte Konstrukt macht wirklich unglaublich Spaß zu erforschen während des Spiels, während man reinkommt in das Spiel. Und ich denke, wir haben da einen einigermaßen schönen Einblick geben können auf das, was Elegium wirklich bietet, neben der wirklich sehr, sehr schönen erklärten Story und den vielen, vielen Möglichkeiten. Ist es ein MMO, was mich persönlich jetzt, ohne jetzt groß werblich klingen zu wollen, wirklich sehr gepackt hat. Ich weiß, dass es immer schlimmer, wenn man sowas sagt als PRler, aber ich kann vom tiefsten Herzen sagen, dass es wirklich so ist. Und wir spielen das auch selber viel. Josi und ich hatten gestern eine schöne PvP-Session. Wie ging es nochmal aus? Ich habe gewonnen. Ich glaube 4-1. Entschuldigung. Ja, eben. Ich Panda gegen Panda übrigens, sehr lustig. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben. Wenn ihr noch Fragen habt, sehr gerne. Ich bin jetzt erstmal auch blank, muss ich sagen. Aber vielen Dank für die tolle Präsentation. Und immer wieder gerne. Wir machen gleich mit Mythos weiter.